Wisst ihr, was ich super nervig finde? Als ich meine Brille gekauft habe, habe ich sie voll entspiegeln lassen und trotzdem spiegelt sich hier immer irgendwas in meiner Brille, wenn ich die Softboxen anhabe. Was ich super nervig finde, aber ich bin nur mal ein Blindfisch, was soll ich machen? Hi Leute, ich habe heute wieder einen kleinen Haul für euch. Ich weiß, am Mittwoch war das eigentlich auch ein Haul/Review, aber eigentlich eher eine Review und Vorstellung der neuen Trended Up Produkte. Deswegen dachte ich mir, hau ich diesen Haul hier noch hinten dran, denn ich war Freitag bei DM und habe mir ein paar Sachen gekauft. Unter anderem, wie ich ja schon in dem letzten Video angekündigt habe, noch ein paar von den Monolith-Schatten von Trended Up. Und ich wollte auch aus denen eine Palette basteln. Ich bastel mir ja sehr oft aus meinen Monolith-Schatten Paletten, also Magnetpaletten oder eben auch feste. Und deswegen dachte ich mir, bevor ich die depotte, zeige ich euch mal alle Produkte. Es sind nicht nur Trended Up Produkte, sondern auch Essence, Catrice und ein paar andere Sachen. Deswegen, ich würde sagen, legen wir los. Fangen wir an mit zwei pflegenden Produkten. Und zwar habe ich mir zwei Masken gekauft. Beide von Merz Spezial. Wie ihr wisst, also wenn ihr mich länger schon verfolgt, ich liebe ja die Reinigungsmaske von Merz Spezial. Die ist wirklich grandios. Deswegen wollte ich mich mal so durch alle Masken durchtesten von Merz Spezial. Also habe ich mir diese zwei hier mitgenommen. Einmal die Antifaltmaske mit Soja und Ginkgo für nachweislich glatte Haut und reduzierte Falten. Hier steht sogar bestätigte Wirksamkeit und hautverträglich sehr gut, was natürlich immer super ist. Und die zweite ist die Schlaf-dich-schön-Maske mit Hyaluronsäure und Feigenextrakt. Hier steht noch, stimuliert die hauteigene Regeneration und unterstützt den Schönheitsschlaf ihrer Haut. Fancy. Aber ja. Sehr interessant und ich werde sicherlich mal berichten, wie ich die so finde. Dann zeige ich euch mal eben die paar Trended Up Sachen, die ich noch gekauft habe. Und zwar fangen wir an mit den zwei Monolith-Schatten, die ich mir noch zugelegt habe. Und zwar als erstes ist das einmal die Nummer 100, dieses sehr, sehr schöne matte, helle Rosa. Also es ist ein wirklich sehr, sehr helles Rosa. Und ich dachte mir, das ist bestimmt super geeignet für unterm Braubogen, inneren Augenwinkel oder auch komplett auf dem ganzen Lid. Schöne Farbe und komplementiert denn die anderen Farben in meiner Palette, die ich basteln werde. Und dann habe ich mir noch einen dunklen Schimmerton zugelegt. Und zwar ist das die Nummer 120. Dieses super, super schöne dunkle Lila. Ich finde, das hat ein super, super schönes satiniertes Finish. Ich glaube, den werde ich ganz, ganz oft jetzt im Herbst tragen. Ich finde diese Farben für den Herbst wirklich ganz, ganz toll. Und wie gesagt, Qualität kann man absolut nicht meckern. Dann habe ich mir auch noch einen von diesen Scarabeo-Lidschatten, einen weiteren, zugelegt. Eigentlich wollte ich ja, das habe ich ja in dem Video erwähnt, den lilanen zuerst kaufen. Aber als ich die Farbe hier gesehen habe, das ist die Nummer 020, das ist dieses ganz, ganz tolle Tannengrün. Das hat mich so angesprochen, dass ich mir dachte, ach komm, ich nehme erstmal das hier mit. Auch so eine Farbe, die ich gerne, gerne im Herbst trage. Ich weiß nicht warum, aber dieses Tannengrün ist gerade für Herbst und Winter so einer meiner Lieblingsfarben auf dem Lid. Schön mit noch einem matten braunen Ton in der Lidfalte. Das sieht absolut traumhaft aus. Ja, und auch zu den Lidschatten brauche ich von der Qualität echt nichts mehr sagen. Die sind einfach nur grandios. Wirklich ganz, ganz tolle Lidschatten. Und ich werde mir sicherlich auch noch den lilanen davon holen. Und dann habe ich mir auch noch einen von den Elastic Eyeshadows geholt. Ich habe jetzt hier die Farbe 050. Eigentlich wollte ich ja den Champagnerton zuerst holen. Also ich habe ja diesen hellsten, den weißen. Und ich wollte mir den Champagnerfarbenen holen. Aber als ich den hier gesehen habe, habe ich mir gedacht, nee, das ist ja mal richtig geil. Das ist so ein richtig schönes, dunkles Silber. Ich finde die Farbe richtig toll. Auch für den inneren Augenwinkel oder sonst wo. Ich werde da noch ein bisschen mit rumexperimentieren. Aber super schöne Farbe. Und ja, die Konsistenz ist halt einfach super interessant. Und gerade für den inneren Augenwinkel finde ich die einfach grandios. Dann habe ich mir als nächstes zwei Sachen von Essence zugelegt. Sind auch, glaube ich, neu. Ja, ganz sicher sind die neu im Sortiment. Und zwar einmal ein von den The Metals Eyeshadows. In der Farbe 09 Patina Glow. Die Farbe fand ich echt interessant. Es ist ein sehr, sehr schönes Grau. Allerdings mit so einem grünlichen Schimmer, würde ich jetzt mal sagen. Deswegen passt der Name Patina Glow eigentlich auch sehr, sehr gut. Fand ich sehr einzigartig, die Farbe. Die anderen Farben habe ich nicht so angesprochen, weil es wieder so dieses typische Champagner und so weiter. Fand ich ein bisschen langweilig. Die hier fand ich aber wirklich interessant. Deswegen habe ich mir die zugelegt. Ich bin sehr gespannt, wie der so auf dem Auge ausschauen wird. Im Laden habe ich den natürlich geswatcht. Da hat er sich gut angefühlt, Pigmentierung sah sehr gut aus, deswegen sehr gespannt, wie sich das auf dem Lid verhält. Und dann habe ich auch einen von diesen, na wie nennen die das hier, Matt Long Lasting Lip Glossen in der Farbe 03 Girl of Today gekauft. Super, super schöne Farbe, so ein
dunkles Altrosa mit so ein bisschen Beere mit drin, nenne ich es jetzt mal. Ja, die nennen das Long Lasting Lip Gloss, aber ehrlich gesagt finde ich, wenn man sich das so anguckt, ist das eher sowas wie ein Lip Cream, also sehr, sehr gut pigmentiert und auch von der Konsistenz sieht das so aus. Ich finde übrigens auch den Applikator super interessant, weil der so... Er ist relativ klein, läuft aber spitz zu. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade weil er so schön spitz zuläuft, dass man das sehr, sehr gut am Lippenherz und an den Seiten der Lippen, dass man das Produkt dann sehr gut auftragen kann. Von daher sieht schon mal interessant aus. Ich hoffe sehr, dass der gut hält, nicht klebrig ist und vor allen Dingen nicht ausblutet oder in die Lippenfältchen rutscht oder ähnliches. Ja, ich bin sehr gespannt. Falls ihr schon mal einen von dieser Reihe ausprobiert habt, schreibt mir gerne, wie ihr die findet. Würde mich sehr interessieren, ob die bei euch funktionieren oder eher nicht. Ich werde definitiv irgendwann berichten, wie ich den so finde. Dann habe ich mir ein Produkt von Maybelline gekauft. Und zwar einen von den Vivid Matte Liquid, ich vermute mal Lipsticks. Hier steht hier einfach nur Vivid Matte Liquid. Die sind auch noch relativ neu. Also es gibt sie schon ein paar Wochen, aber sind relativ neu. Ich habe die Farbe 30 Future Ecstasy. Und super schöne Farbe. Es ist ein so knalliges, dunkles Pink. Ich bin sehr gespannt, wie die so sein werden. Ich habe von denen jetzt noch nicht allzu viel gehört. Ich meine, in ein paar amerikanischen Videos wurden die mal erwähnt. Und die sind auf jeden Fall nicht kussecht oder sowas. Also nicht wie diese typischen Liquid Lipsticks. Allerdings, die Farbe hat mich echt angesprochen. Und ich möchte gerne für mich selber ausprobieren, wie sich das Produkt so auf den Lippen verhält. Falls sich das Licht schon wieder verändert hat, das liegt an der blöden Sonne, die ständig weggeht und dann wiederkommt. Und dann habe ich die neue LE von Catrice entdeckt. Und zwar die Caviar Gauche LE. Und da habe ich mir eine Sache mitnehmen müssen, weil ich es einfach so schön fand. Und das ist die Lidschattenpalette. Erstens mal, die Optik von dieser Palette ist so schön. Was ich interessant finde, ist, dass das so samtig ist. Also das ist hier Stoff, Samt würde ich jetzt mal sagen. Und dann ist hier dieser wunderschöne goldene Druck drauf. Finde ich traumhaft schön. Also allein schon deswegen, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich das super angesprochen. Aber auch die 4 Lidschatten, die dort drinnen enthalten sind, finde ich auch ganz, ganz toll. Vor allen Dingen dieser Ton hier, dieser wunderschöne, ich würde sagen, rötliche Braunton, schon so ein bisschen ins Weinrot gehende, aber schon braun. Also man hat eher nur diesen weinroten Stich, sieht aber ganz, ganz toll aus. Dann hat man hier 2 Grautöne, einen helleren und einen dunkleren. Die sind übrigens alle matt, die 3. Und der hier hat so ein, ich würde sagen, satiniertes Finish und ist so ein schöner, heller Cremeton. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Farbe hier hat mich, wie gesagt, am meisten angesprochen. Ich liebe ja solche Töne, weil ich eben so Grunge-Look und sowas sehr gut finde. Und dafür kann man den sehr gut verwenden. Allerdings mag ich auch gerne kühle Grautöne. Deswegen die Palette fand ich sehr interessant. Ich bin sehr gespannt, wie sie so sein werden. Ich hoffe, dass vor allen Dingen dieser weinrote Braunton besonders gut sein wird. Und dann das letzte Produkt ist ein Duschgel. Und zwar eins von diesen neuen hier. Und zwar einfach nur Duschgel Marshmallow mit Marshmallow-Duft. Ich muss ganz ehrlich sagen... Wenn ich da so dran rieche, hat das einen süßen, zuckrigen Duft, aber ich finde jetzt nicht, dass das nach Marshmallows riecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin gespannt, wie sich das beim Duschen verhalten wird, aber erstmal, ich weiß nicht. Also ich habe es gekauft, weil Marshmallow, ich liebe den Geruch von Marshmallow und im Laden konnte man das nicht ganz identifizieren, wie das jetzt wirklich riecht. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Es riecht, wie gesagt, wenn man jetzt so dran riecht, nicht wirklich nach Marshmallow, sondern eher nur süß. Aber ich hoffe, der Marshmallow-Duft kommt noch raus, wenn ich unter der Dusche stehe. So, das waren alle Produkte. Ich habe nicht allzu viel gekauft, aber ein bisschen was. Normalerweise mache ich aber meinen DM-Hauls 2-3 Wochen später eine DM-Haul-Review. Das werde ich bei dem DM-Haul diesmal nicht machen, weil ja viele Produkte da sind, die ich schon reviewed habe, von Trended Up und so weiter. Aber ich bin mir ganz sicher, dass die Sachen, die ich noch nicht reviewed habe, irgendwo in Videos auftauchen werden. Wenn euch irgendein bestimmtes Produkt besonders interessiert, dann schreibt das natürlich in die Kommentare. Dann kann ich auch speziell dazu eine Review, First Impression oder was, was ich machen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bye!